Jo moin Leute, Goldpriester hier. Durch das letzte Update sind bei den Easter Eggs einige Veränderungen eingetreten. Und zwar bei der El Magi-Karte gibt es direkt ein neues Easter Egg, und zwar direkt bei der D-Flagge. Seid ihr dann bei der vorgegebenen Stelle angekommen, buddelt ihr dort, findet ihr dann drei kleine Dinosaurier und ein versteinertes Fossil. So, dann hatte ich ja den Verdacht gehabt, dass es bei den Telefon-Easter Egg aufgrund vom Supportende nicht mehr weitergeht. Zum Glück wird DICE das aber noch bis zu Ende programmieren. Mit dem letzten 7.0-Update wurden dann nämlich einige neue Sprachaufnahmen bzw. Morse-Codes eingefügt. Wer sich jetzt denkt, was zur Hölle sind denn bitte die Telefone? Das ist im Prinzip das Haupt-Easter Egg für Battlefield 5, also das größte, was es gibt. In Battlefield 1 zum Beispiel waren das die verschiedenen Morse-Codes mit den Erkennungsmarken und den zugehörigen Revolver-Peacekeeper gewesen, und in Battlefield 5 sind das halt die Telefone. Auf jeder Map gibt es insgesamt 5 Telefonstandorte. Wenn man dann auf so einer Map ein Telefon gefunden hat und mit diesen interagiert, gibt es zurzeit 2 unterschiedliche Meldungen, die dauern jeweils je 20 Sekunden. Wir hören einfach mal rein. Hallo, hier ist der Gegenwart. Hallo, ist da jemand? Hallo? Alles klar, ja. Es gibt dann noch eine dritte Version, aber da ist halt nichts Besonderes zu hören. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wurde das Telefon-Easter Egg mit dem letzten 7.0-Update vollständig aktiviert, oder es werden noch weitere kleine Updates benötigt, um das Easter Egg dann vollständig zu aktivieren. Im Moment kann man jetzt noch nicht genau sagen, was jetzt der Fall ist, da die Community noch testet. Das kann also noch eine Weile dauern. Ich weiß nicht, wer sich noch an das Predator Easter Egg auf den Salamone erinnern kann, auf jeden Fall wurde das jetzt gelöst. Finden kann man das im Zuschauermodus oder direkt im Spiel. Das geht aber wie gesagt nur auf der 64 Slot großen Version. Achso, und ihr müsst natürlich Glück haben, weil das eben nur über einen gewissen Prozentsatz getriggert wird. Okay, seid ihr jetzt auf den Salamone im Zuschauermodus, schwebt ihr erstmal direkt zur C-Flagge, in die Mitte und dann nach hinten links in die Richtung des Wasserfalls. Und dort rechts davon müsste noch ein Höhleneingang zu sehen sein. Und links davon ist irgendwo ein Farmbüschel, und dort müsste dann Predatorblut zu sehen sein. Aber wie gesagt, nur wenn der gewisse Prozentsatz getriggert wurde. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Easter Egg, und zwar soll auf verbogener Stahl der Hai jetzt permanent aktiv sein. Vorher war das so, dass es nur über einen sehr geringen Prozentsatz getriggert werden konnte. Auf jeden Fall habt ihr ja links unten unter der B-Flagge so einen Bereich, da ist ja unten nochmal ein Fluss zu sehen, und da ist ja nochmal ein Abschnitt in der Mitte, wo die Panzer rüberfahren. Und in den hinteren Abschnitt, dort ist der Hai dann zu sehen. Wer sich jetzt eh gerade mit den ganzen Battlefield Easter Eggs beschäftigt, dem würde ich nochmal 2 Easter Eggs ans Herz legen. Und zwar einmal das Krabben Easter Egg auf Wake Island und die Fingerpistole. Beide werde ich mal in der Endcard oben links und oben rechts verlinken. Das sind meiner Meinung nach aktuell die 2 besten. Okay, liken und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr bei Battlefield 5 und Battlefield 6 bzw. COD Modern Warfare auf den neuesten Stand bleiben wollt. Bis morgen, euer Goldpriester. Ciao, Ski.